So sieht's aus. Und dagegen werden wir uns jetzt wehren, denn wir leben noch, wir haben unsere Ausrüstung. Wenn mich nicht alles täuscht, jawohl, alles ist wieder da, schaut euch an. Betäubungspfeile, die ich zum Glück noch eingekauft habe, bevor ich verraten wurde. Hatte ich nochmal Glück gehabt. So, und wir sehen auch schon wieder Dinge, die ich haben will. Da ist eine Rune. Ich muss wahrscheinlich eh wieder hoch. Mein Ziel ist eventuell Dauds Hauptquartier. ...32 Meter, aber die ist wahrscheinlich außerhalb des Gebäudes, ne? Weil hier ist ja nichts mehr. Ich muss erstmal wieder raus hier aus der Suppe. Teleportieren. Beziehungsweise ich könnte auch die Treppe nutzen. Soweit wie es geht. Also, das nächste Knochen... Oh, das ist, Ah, nee, das war auch draußen, ne? Glaube ich. Ich habe da rumprobiert und da ging nichts. Alles draußen, was ich hier sehe. Hm. Was ist denn das? Sag bloß, da geht's raus. Lol. Das ist gut. Muss nicht mehr hochkraxeln, finde ich sehr gut. Okay, Magie sind wir anscheinend voll. Da liegt die Rune, ich werde verrückt. Da liegt sie einfach rum. Oh, aber da gab's doch diese Giftdinger, ne? Warte mal, speichern. Da gab es doch so komische Giftpflanzen oder was das war. Ist mir egal. Hallo. Okay, hier ist anscheinend nichts los. Sehr gut. Da war ich drin. Das Artefakt ist hinter, dahinter. Und sonst, da muss ich hin. Die Drecksfische. Ich muss wegen dem Artefakt nochmal gucken. Oh nein. Oh shit. Hört auf. Boah, die sind echt nervig. Kann ich die töten? Das sind so viele. Ich glaube, ich lasse sie einfach. Ich port mich einfach weg. Das wird schon. Boah, so nervig, ey. Okay, wo ist das jetzt? 17 Meter. Ah, das könnte wirklich hier sein. Boah, jetzt muss ich da wieder hochkraxeln. Da war ich ja schon mal, ne? Bin ich das letzte Mal nicht von hier gekommen? Hab da irgendwie meinen Weg gefunden? Ich weiß nicht mehr. Aber das Artefakt ist draußen, das wissen wir. Es ist irgendwo da bei den Rohren. Wenn die sich öffnen und spucken, sind sie verwundbar. Ah, okay. Gut zu wissen. Wenn sie mich doch mal zu sehr nerven, werde ich sie vielleicht doch töten. Alles klar. Dich wollte ich gerade nicht. Ah! Das ist wieder so ein... Ja, komm! Ja, 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 ich bin oben. Okay. Okay. Soweit, so gut. Hm. Bringt mir nur nichts. Oh, von hier. Wo ist jetzt das Teil? 10 Meter, hä? Aber das ist nicht in dem Gebäude drin, das weiß ich. Oder doch? Teil verwirrt mich. Ich speichere hier nochmal. Die Treppe runterlassen. Ach, ich mag es ja umständlich. Da ist es! Ich hab's.
Was? Was für ein Stern? Fallender Stern. Ein erfolgreicher Falkenangriff. Etwas Mana. Ach komm, ich mach das nicht. Ich hab's nicht so mit Falkenangriffen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab's vergessen. So, habe ich alles? Herz, lüg mich nicht an. Kann ich dir vertrauen, mein Herz? Oder soll ich doch eher auf meinen Kopf hören? Nee, ich glaube, wir können zum Hauptquartier gehen. Habe ich noch andere Ziele im Leben? Ein Weg zu Dauds Gebiet, kehre zum Ufer von Rudshower zurück und begib dich... Ja, okay, das führt beides ins Gleiche. Okay, alles klar. Ja, das ging doch jetzt recht fix. Sehr schön. Wir werden dann am Sonntag 3,5 Stunden Dishonored spielen und 1,5 Stunden Decarnation. Ich denke, dass wir dann nächste Woche in einer weiteren Late-Night, in einem weiteren Late-Night-Streamchen Decarnation durchspielen. Das sollte ungefähr hinkommen. So. Also es bleibt dabei, dass wir um 21.30 Uhr Musikwünsche haben. Dem Herz der Karten. Ich habe aber keine Karten. Oh, ich freue mich ja schon auf... Ich muss gerade an Karten. Mein Hirn denkt an Witcher 1. Kenner des Spiels wissen warum. Ich freue mich auf das Remake. Da werde ich alle Karten sammeln. Das wird schön. Muss ich gerade dran denken, sorry. Okay, da rennen wieder Weiner rum. Ich habe eigentlich keinen Grund, die zu machen. Ich könnte gleich weiter, ne? Hier ist ja nichts. Mich würde fast interessieren, was da hinten ist. Aber ich glaube, eventuell war ich da auch schon, weil hier ist gar nichts. Kann einfach gehen. Ich hab sie ja die auch gesammelt. Ja, muss, ne? Kartensammlung muss man pflegen und hegen. Selbst FF16 spielen. Tu das, Marisa. Danke fürs Dabeisein. Ich war's nicht. Hast du Loot? Die Attentäter ließen die Falle zuschnappen, als wir die enge Brücke überqueren wollten. An diesem Nadelöhr konnten sie einen anderen erledigen. Wir dachten, wir könnten sie nach innen locken, wo unsere zahlenmäßige Überlegenheit sich mehr auswirken würde, aber es half nichts. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch am Leben und spüre, wie meine Kräfte von Minute zu Minute schwächer werden. Bitte, falls eine zweite Gruppe versuchen sollte, hier durchzukommen, passen Sie auf die Brücke auf. Achten Sie auf die Dächer der Häuser. Schon eine kleine Zahl von ihnen verheerendes Anrichten. Stimmt, die haben ja auch so Fähigkeiten wie ich. Das waren ja richtig fiese Typis. Die sind ja so cool wie ich. Mit Teleporten allem. Oh je. Okay, ich bin mit allem voll. Die haben ja ordentlich aufgeräumt anscheinend. Wo der Faden durchkommt. Ach, das nennt man Nadelöhr? Ich höre das zum ersten Mal. Okay. Zur oberen Ebene der Rutschor Waterfront. Okay, let's go. Okay. Ach Max, ich habe jetzt auch mal Dragon Quest 11 angefangen.
Was ist denn los? Was sind das für Geräusche? Gibt's auf einmal Klicker? Ach, die. Ach, die schon wieder. Okay, wie sieht's denn hier aus? Gibt's hier irgendwas Feines? Nein? Doch. Hier ist ein Artefakt. Granaten habe ich eh. Keine weißen Ratten dabei. Und da hinten ist das Hauptquartier. Das wird ja ungemütlich hier. FS. Ja, genau. Das, was im PS Plus drin ist. FS Definitiv und so weiter und so fort. Das wurde mir letztens so schmackhaft gemacht. Habe ich gedacht, ah komm, fangst du mal an. Ich bin noch ganz am Anfang. Keine Ahnung, wie viele Jahre es dauern wird bei meiner Pipeline. Aber ich habe es mal angefangen. Ich habe. Und ja. Ich glaube, das hätte mir richtig gut gefallen. Alle tot, Leute. Ja, das öffne ich. Moment, ich will sehen, was ich öffne. Wenn ich darf. Okay, soweit so gut, aber... Was? Ah, da ist jemand! Ah! Warte mal. Oh ne, der kommt geportet, ne? Oder? Kommt der? Glaub nicht. Warte mal, wo war mein Auge? Ja, shit! Ja, Moment mal. Warum hat er mich nicht instant gesehen eigentlich? Halt, der Schlüssel! Der war bestimmt nicht wichtig. Das schaffe ich auch ohne Schlüssel. Ich will nicht runter zu den Biestern. Zu viele lange Games anfangen. Ja, ich werde es nie lernen. Ich bin so dumm. Aber ihr müsst auch mal aufhören, mir Dinge schmackhaft zu machen. Ich weiß, euch trifft keine Schuld, aber... Es sind einfach auch die Streams. Da, jetzt habe ich noch ein Final Fantasy 16 in der Pipeline. Diese Let's Shows tun mir nicht gut. Nom. So. Nee, du warst es nicht, Max. Jemand anderes. Ich habe ja bei dir bewusst nicht reingeschaut, weil ich dachte, ja, irgendwann werde ich es wieder spielen. Das irgendwann ist jetzt halt nach oben geklettert. Okay, ich könnte hier runter. Warte mal, wo ist... Hä? Aber... ich muss hier noch... wo ist denn das? Das kann ja nicht in dem Ding drin sein. Ach ne, da muss ich hier durch und... Oh Gott. Okay, was tut man nicht alles für so ein dummes Artefakt? Okay. Schauen wir mal. Hui! Stimmt ja, ich kann das sogar als springen. Der Meisterspringer hier. Der Meisterspringer. Hm. 30 Meter. Shit, die checken das. Was war das? Ah, das ist ein... Ist das ein Weiner? Nee, die... Seit wann machen die so Geräusche? Oder doch, das könnte ein Weiner sein. Okay.
Wo war jetzt? 14 Meter irgendwo. Ach, stoch da rein. Muss da auf jeden Fall ums Eck, denke ich. Nee, wo ist denn der Skill? Naja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Nein, warum? Och, nee, ey. Checkt er das, dass ich hier bin? Ich meine, er ist hingefallen. Er dürfte es nicht wissen. Könnte auch laden, aber... Er hat es nicht gecheckt, ne? Finde ich gut. Okay. Okay. Der schläft. Snack? Nein, kein Snack. Was ist das? Will ich nicht. Gib mir die Dose. Okay. Guten Morgen. Ich lass dich da mal hier. Meter. Kann ich da jetzt rein oder wie ist denn das? Oh, da läuft noch einer. Okay, let's go. Der dreht sich. Zum Glück sind diese Weiner nicht so aggressiv. Die gucken zwar, aber so grundsätzlich ist das denen egal. Finde ich gut. Nein! Junge, ich will dich... So. Gut. Na, ihr Radis? Speichern. Ach je. Ja, was machen wir jetzt? Wir zwei Hübschen. Och nö. Sie hat meinen Plan gecheckt. Und was machst du jetzt? Was willst du tun, hä? Außen rumlaufen? Anscheinend. Was tust du jetzt, hä? Was tust du jetzt? Immer wieder lustig. Okay, let's go. Nein! Ah, du machst das doch mit Absicht! Hopp! Oh! Eieiei, die Lady! Oh. So, jetzt sind wir wieder voll. Was machen wir mit ihr? Ich renne hier voll in der Pampa rum. Aber eigentlich will ich hier hin. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Finde ich gut. Muss ein bisschen zu hoch. Opa, wo? Ah, wo stehe ich denn? Eieieiei. Das könnte gehen. Ich sehe einen Pfeil. Shit. Ah, shit! Sorry. Eigentlich nicht meine Art, aber ich war gerade so stolz, dass ich da hochkam. Wollte ich jetzt nicht laden. Okay.
Ab jetzt bin ich wieder brav, okay? Wo ist es denn jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder zu hoch. Ich bin aber auch ein Held. Komm ich ran. Vielleicht gibt es hier einen Eingang. Sieht gut aus, oder? Ja, das ist sehr gut. Beutejäger. Du findest größere Munitionsvorräte. Brauche ich nicht. Hallo Orca, sei gegrüßt. Wie geht's? Altes Tagebuch. Alle suchten nach jemandem, dem sie die Schuld für das Geschehene in die Schuhe schieben könnten. Während das Wasser Tag für Tag weiter stieg. Nach und nach mussten die Ladenbesitzer ihre Geschäfte dem köchelhöhen Brackwasser überlassen und bis zurück in Dresch Street wimmelte es auf einmal von Flusskriechern. Die Wahrheit ist, es war keine Verschwörung mit dem Ziel, das reiche Rutshore von Dunwells Karte zu tilgen, sondern Faulheit und Dummheit. Die Barrieren, die das steigende Wasser davon abhalten sollten, in die Straßen einzudringen, waren mindestens 10 Jahre lang nicht mehr erneuert worden. Und als das erste Leck auftauchte, war es vorbei. Die Stadt war so mit der Bekämpfung der Seuche beschäftigt, dass niemand einen Finger rührte, um sie von dem eindringenden Wasser zu retten. Das Ganze ist jetzt 1 Jahr her, aber an einem Ort zu leben, der den Regent völlig aus den Augen verloren hat, hat durchaus auch seine Vorteile. Naja, ich weiß ja nicht. Viel am Zocken. Das ist gut. Zocken tut gut. Ja, ich zocke auch jede freie Minute. Immer noch Diablo. Ganz Hardcore-mäßig. Geh bald in Weltenstufe 4. Dauert nicht mehr lang. Okay. Haben wir noch irgendwas? Das Wasser ist gierig. Es gibt nie zurück, was es sich einmal genommen hat. Greedy Water. Gut, also die wichtigen Dinge hätten wir. Dann können wir uns jetzt wieder dem Hauptquartier widmen, ne? Okay, 60 Meter. Und dann so durstig, ey. Was zusammenzocken? Was willst du denn zusammenzocken? Ich bin ja eher der Singleplayer-Typ. In den meisten Fällen. Selbst die schrecklichen Fluten reichen nicht aus, um die Sorgen von deinem Mörder zu spielen. Vorsicht. Könnten wieder Leute rumrennen. Irgendwo habe ich noch jemanden gesehen. Da. Ah, da ist ja nichts. Der beschützt ja nichts. Da habe ich auch keinen Grund reinzugehen. Da lässt sich schon was finden. Ja, ich bin aber mit meinen Singleplayer-Games, diesen unzähligen, so beschäftigt eigentlich, dass ich eher selten zu Multiplayer-Greifer. So hier und da noch eine DBD-Runde. Aber sonst. Können ja Hearthstone spielen. Hearthstone geht immer. Was war denn das? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsichtig. Wir haben gute Googlelis. Ah, das wird nix. Nee. Ich warte, bis er sich umdreht.
Ich hoffe, der hört mich da nicht. Nee. Oh, shit. Wieso macht er das? Der wollte mich nur erschrecken. Der Minesweeper Highscore. Habe ich ja vor ein paar Monaten unironisch gesuchtet, weil ich das für die Game Show unter anderem rausgesucht habe und ich wollte es unbedingt auf Profi schaffen. Es hat mich so abgenervt, weil es im Profi-Modus halt definitiv Momente gibt, wo du raten musst. Aber ich wollte es trotzdem schaffen. Und, irgendwann hat es auch geklappt. Hallo? Geht er da nicht mehr weg? Boah, das wird jetzt riskant. Ich speichere nochmal. Boah, ich weiß nicht. Der könnte mich halt auch fallen hören. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Der hat auch einen Schlüssel. Du fällst jetzt nicht runter. Du fällst... Ich hab ihn. Ich hab aber den Bahnhofsbüroschlüssel. Glaube ich. Aber irgendwas sieht mich schon wieder. Ach, come on. Ah, überall sind Leute. Nicht gut. Oh shit, jetzt habe ich wieder jemanden auf dem Konto. Nein, mach das nicht, Ratten. Ah, ja gut. Okay, das muss ich laden. Zum einen wird der gefressen, jetzt kann ich ihn schon wieder einen töten. Das kann ja nicht angehen, ey. Das muss man nochmal ordentlich machen. Komm mal mit. Ich drück extra zurück, aber... Warte! Verdammt. Ihr esst den jetzt nicht. Der ist eh tot, wenn er runterfällt. Ach, verdammt. Der ist ja eh tot. Aber diesmal hat mich sonst keiner gesehen. Vielleicht kann ich aus dem Rest noch was Gutes machen. Okay. Hier ist gerade safe. Nichts. Warum ist mir so kalt? Weil dir ein Körper fehlt. Das ist ziemlich frech, was ich hier mache. Aber es funktioniert. Nein, ich gehe. Tschüss. Tschüss. Hier war eh nichts mehr. So. Neues Gebiet. Hauptquartier. Samol. Ich dachte, ich bin jetzt im Hauptquartier. Von wegen. Okay, Rune. Und Artefakt. Ist auch noch ein bisschen weg. Alles klar. Der Hans da ist. Nix los. In der Nähe. Okay. Alles klar. Dann wollen wir mal. No dispressing. Darf ich keinen Zug fahren? Hier fährt schon lange kein Zug mehr. Okay. Findet... Okay, das haben wir. Aber wir sind jetzt wirklich in der Nähe von diesem Daut. Infiltriere. Okay, da sind wir doch gut drin. Meistens. Wir dürfen wieder infiltrieren.
Ja, fast schon hübsch hier. Und fast schon zu ruhig. Okay, da steht jemand. Da stehen einige. Hauptquartier 46 Meter. Meine bei. Okay, die Rune kommt zuerst. Das heißt, ich muss mal runtergehen. Ach nee, da kommen bestimmt wieder diese Giftviecher. Oder? Hat doch niemand Bock auf die Suppe. Och, ich muss sogar schwimmen dafür. Okay. Let's go. War das nicht hier? Nee. Da stand ja was von 30 Metern. Das muss weiter weg sein. Ich muss mal kurz irgendwo hoch. Damit ich mein Herz rausholen kann. Muss hier irgendwo stehen. Da. Okay. 24 Meter. Hier. Eigentlich, ja, vielleicht ist es sinnvoll von unten. Och ne, das sind aber Hunde. Können die schwimmen? Ich hoffe nicht. Mal das suchen. 24, 23. Ah, shit. Das ist in dem Gebäude drin. Wo ist denn da ein Eingang? Moment. Das ist aber auch der Eingang zu Dauds Hauptquartier. Das ist ja auch hier. Ich bin verwirrt. Oh! Sag mal, willst du ersticken? Vielleicht hole ich doch erstmal das Knochenartefakt, wenn das so abgelegen ist. Mal schauen. Die Hunde könnte ich betäuben. Ist anscheinend nur einer. Schlof. Ein Schuss, ein Treffer. So. Let's go. Da ist er. Robust. Tränke geben dir etwas mehr Gesundheit zurück. Ich liebe ja diese Knochenartefakte. Es wäre nur mal schön, wenn ich was Brauchbares bekäme. 90% ist halt Crap. Bei meiner Spielart. Wenn ich offensiver spielen würde, dann würde ich mich über sowas wahrscheinlich mehr freuen. Ach, was hänge ich denn da jetzt? So. Also, Hauptquartier. Und irgendwie ist die Rune auch noch hier. Hä? Wo kommt der jetzt her? Moment, stopp. Bist du der von eben hier? Nee. Ich stehe auf ihm. Ups. War noch einer. Alles gut. Aber das ist jetzt nicht wieder sowas, dass ich erst da rein muss und dann die Rune finde. Normalerweise sehe ich die doch davor nicht. Die hat bestimmt einen geheimen Weg dahin. So weit unten, das irritiert mich. Ist da irgendwo reingeht? Nee, ne? Stehe nicht richtig. So, jetzt. Okay, es ist ja theoretisch nur eine Rune, ne? Ich habe ja schon mal gesagt,
So kräftemäßig will ich gar nicht mehr so viel. Wir könnten Runen langsam auch ignorieren. Was wollte ich denn theoretisch noch? Das. Aber ich habe 7 Runen. Mir fehlt nur noch eine. Und danach? Das will ich nicht, das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Auch nicht. Nee. Bei unserer untödlichen Spielweise brauche ich nur noch Zeit verlangsamen. Also eine einzige Rune brauche ich nur noch. Mehr nicht. Das heißt, ich könnte die auch ignorieren. Es kommt ja noch anderes. Suche ich mir eine einfache Rune später. Und gehe weiter. Das wäre jetzt mein Plan. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir zu dem Hauptquartier jetzt überhaupt kommen. Nicer Spot. Ich glaube, wenn ich da hoch... Shit. Oh nein. Das wollte ich nicht. Was macht denn der jetzt? Kommt der runter? Nee, ne? Am besten betäube ich den auch. Dann habe ich meine Ruhe. Ja. Fall nicht! Ah! Ah! Aber theoretisch... Ach, egal. Was? Wer ist denn jetzt noch? Da hinten auch kommt, Leute. Wow! Fuck! Oh mein Gott! Warum kann der so weit porten? Nein, geh weg! Krass, was die für eine Range haben. Ich hätte nie gedacht, dass er sich zu mir porten kann. Junge. Hast du was? Dankeschön. Ja, da ist noch einer. Also, was macht denn der jetzt? Warum ist der noch auf Alarm? Versucht der einen Weg zu mir zu finden? Du kannst auch porten. Was ist los? Vielleicht mag er es nicht. Vielleicht wird ihm schlecht beim Porten. Ja, anscheinend ist es ihm jetzt wieder egal. Hm. Läuft er jetzt wahrscheinlich wieder zurück, ha? Huh? Soll mir recht sein. Ich knall den noch ab, kein Ding. Okay. Ich könnte von hier oben eventuell da hochkommen. Ah, da ist er! Moment. Wart. Gut. Ich denke, jetzt sollte ich meine Ruhe haben. Speichern. Ich könnte halt versuchen abzukürzen, ne? Aber... Ja, es ist mir zu... Es ist zu klein, das Zeitfenster. Dann laufen wir halt ein Stück. Von hier vielleicht? Ja. Geil. Ach nee, ich habe gerade gespeichert. Shit, das war kein Treffer, ne? Hallo! Das akzeptiere ich nicht. Schon besser. Wer jetzt schon wieder? Komm, wir gehen.
Oh, ich kann da rein. Das mache ich doch gerade mal. Nee, 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 geh weg! Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Ich habe gleich keine Bolzen mehr. Oh Gott, das sind so viele. Wie sind die denn jetzt, dass ich hier bin, oder haben die nur einen Zass? Gott. Bestes Versteck ever. Können wir uns bitte alle beruhigen? Ach, die porten doch nur aus Spaß. Okay, jetzt könnte ich zur Rune. Die ist wirklich in dem Gebäude. Ich dachte, das ist wieder ein Abschnittswechsel, wenn ich da reingehe, aber nee. Das gehört noch hierher. Und oben ist Daud. Wer auch immer das ist. Ich habe noch 2 Bolzen. Okay. Hier auf jeden Fall nochmal speichern, dann gucken wir mal. Seit Jahren nicht mehr schwimmen gewesen. Ich war letztes Jahr auch nicht schwimmen. Ich habe es mir aber definitiv diesmal für die Sommerferien vorgenommen. Die Jahre davor war ich immer mit der Kleinen schwimmen, weil die so Bock drauf hatte. Und mir hat es auch gut getan. Aber letztes Jahr kam es dazu nicht. Aber es fehlt mir ein bisschen. Deswegen möchte ich das dieses Jahr wieder nachholen. Ach, come on. Ah, da! Verdammt, okay, das war dumm. Das war dumm. Machen wir nochmal. Müssen wir gleich mal gucken, wo die jetzt sind. So. Okay, das sind 2. Oh mein Gott. Suchen mich. Bleibt der hier? Nein! Er hat mich gerochen. Bleib unten. Jetzt ist er weg. Da ist er doch. Arme Ratti. Und der denkt sich schon, oh ja, passiert. Oh ja, ja. Aber wie oft willst du noch da unten gucken? Warte mal, erst nochmal rein, speichern. Dann versuchen wir den mal von hinten. Ich habe nur noch einen Pfeil. Ich mache es mir jetzt wieder zu einfach. Mit dem Spaß. Und danach heule ich wieder rum, dass ich keine Pfeile habe. Wenn es wirklich schwer wird. So. Betäubungspfeile kriegt man echt nicht oft. Das ist doof, ne? Wenn das Kapitel fertig ist. Ich habe ja keine Base mehr. Ich habe ja niemanden mehr, den ich vertrauen kann. Wo soll ich denn... Wo soll ich inzwischen kaufen? Ich habe ja niemanden mehr. Nichts mehr mit Pfeile kaufen. Fast jeden Tag im Wasser. Boah, Jesse Ball hier. Ein Pool im Garten. Was geht? So. Dauts Schlüssel erforderlich. Hat den zufällig jemand? Hast du einen Schlüssel? Nee. Tappische Bolzen, die mir nicht helfen. Ach, wir wollten doch eigentlich erst die Rune. Gucken, ob ich irgendwie runterkomme, ne? Hier ist sich für einen Frosch gehört.
Für diese Aufgabe bleiben Sie ungesehen. Bleiben Sie im Schatten und meiden Sie das Licht. Durchqueren Sie den Raum, ohne Aufsehen zu erregen. Ja, das. Kommt er zu mir? Was macht der denn? Okay. Probieren wir es mal. Wenn das so stehen bleibt. Mama, dich nehme ich aber mit. Du gehst da hinten hin. So. Shit. Er hat schon Verdacht. Dabei wollte ich doch mal gründlich sein. Der sucht seinen Buddy. Vielleicht. Was mache ich hier überhaupt? Ich wollte doch runter. Hier geht's nirgendwo runter. Hier geht's zum Unterschlupf. Die Rune. Okay, da ist ein offenes Fenster. Aber theoretisch, eventuell, weiß nicht. Erstmal hier bleiben. Oh Gott. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Ach! Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Okay, jetzt gleich hin. So. Du kannst Munition. Achso. Okay, wir kommen dem Unterschlupf immer näher. Das ist nichts. Die Ostsee ist noch zu kalt, ja, kann ich mir vorstellen. Er hat so nur die Badewanne, ne? Ganz nah. Meister, Meister! Da kommt wieder einer. Ich will aber noch nicht zu dem. Ich will. Wo ist die Treppe nach unten? Ach, lass mal die Runen in Ruhe. Wir holen uns diesen Daut jetzt. Um Dauts Schlüssel. Du laberst zu viel. Das war kein Treffer? Oh nee, Daut ist so ein Endboss, ne? Oh nein, ich hab diese Schreibmaschine. Ich habe ihn nicht getroffen. Laden. Da war irgendwas dazwischen. Okay. Lord Regent, kaiserlicher Spion,
Ja, ja, ich sehe es. Der Babsack. Ich warte, bis er da rausgeht. Es wird halt auch rot, ne? Deswegen dachte ich. Bleib stehen. Das juckt den nicht. Das ist wirklich so ein Boss. Plot-Armor. Das juckt den null. Ich kenne ihre Schritte, Corvo. Haben sie so die Kaiserin beschützt? Ach, ich hätte ja den anderen umbringen. Komm, wir machen es nochmal. Bei dem hat es eh nicht funktioniert. Der Dungeon Keeper Song, ja. Laut Regent. Wir schalten den anderen aus. Dann kann ich zu ihm schleichen. Das ist der Plan. So. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Der mag Monologe, ha? Auf nimmer Wiedersehen, Sir. So viele Pläne, so viele Aufträge. Okay, come on. Wie viele habe ich für Sie umgebracht? Niemanden wie letztes Mal, niemanden wie Sie. Ich gäbe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Kuckuck! Go. Die Pfeile machen ihm nichts aus, aber... Hey! Leck mich doch am Keppel. Zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Ich probier's nochmal. Nee, ich habe Angst. Was ist eigentlich oben? Von oben hätte ich auch kommen können, ne? Schlüssel erforderlich. Der letzte Tagebucheintrag. 18 Jahre auf diesem erbärmlichen Felsen in dieser dreckigen Stadt. Ich habe das Blut von Gelehrten, adeligen Kinderschändern, Gildenmitgliedern, untreuen Geliebten, Politikern, die viel zu sehr auf ihr eigenes Wohl bedacht waren, und Gesetzvollstreckern, die den falschen Mann zur Rechenschaft ziehen wollten, gespürt. Warum sollte das Blut einer Kaiserin anders sein? Warum sollte diese sterbende Stadt über mir zusammenbrechen? Corvo, der kaiserliche Schutzherr, stammt von Serkonos, genau wie ich. Ich hätte es bereits wissen können, aber es war nicht von Bedeutung gewesen, bis ich es in seinem Gesicht erkannte. Es brachte alte Erinnerungen zurück. An Zuhause und an einen hoffnungsvollen jungen Mann, den ich einst war. Was fände ich vor, wenn ich dorthin zurückginge? Würde ich herausfinden, dass alles dort von innen verrottet, genau wie in Dunwell? Oder käme es mir nur so vor, weil in Wahrheit ich es bin, der verrottet? Interessante Gedankengänge auf jeden Fall. Neugerichtlichen Arbeit über die Insel. Ne, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Okay. Tagebuch war schon interessant. Ich erkenne ihre Schritte, Corvo. Wie denn? Kann ich da hoch? Bevor der Typ kommt, bitte. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich will irgendwo hoch. Sie wollen sich verstecken vor einem Menschenjäger. Oh Gott, sie sind überall. Ich erkenne ihre Schritte, Corvo. Hallo. Nee, das kann ich nicht bringen, das kann ich nicht. Jetzt kämpfen wir. Den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Warte mal. Ich habe jetzt geladen, aber kann es sein, dass ich kämpfen muss? Kommt mir fast so vor. Zurück, wenn ich könnte. Ach, schätze ich mal. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Da ist der Schlüssel. Warte mal, was genau steht im... Ich muss nur den Schlüssel stehlen. Moment, was haben wir denn hier?
Das weiß ich alles noch gar nicht. Nimm Rache an Daut, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay, aber das ist ein Kampf. Optional nicht tödlich. Stiehl ihm Beutel von Gauts Gürtel und verschwinde, ohne ihn zu verletzen. Okay, wir müssen den Schlüssel stehlen und wir müssen an seinen Rücken irgendwie kommen. Das ist der Plan. That's the plan. Ja, der dreht sich halt instant um, ne? Der Schlüssel wird weniger das Problem, aber an seinen Rücken kommen. Ich finde das aber fies, dass er mich oben auf einmal gehört hat. Das macht gar keinen Sinn. Bleibst du jetzt so? Oh Gott, probieren wir es mal. Okay. Das hätte ich. Aber den Schlüssel bräuchte ich noch. Ich habe ihn nur lieb gedrückt. Alles gut, Leute. Ich gehe dann mal. Oh mein Gott. Ich habe das gemacht, was ich tun soll. Ohne ihn zu verletzen. Das war keine Verletzung. Komm, das zählt, oder? Alles gut, ne? Benutze den Tunnel unter Dorts Hauptquartier nach der Flut. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe ihn nur lieb gedrückt. Okay, wohin? Tunneleingang. Ach so. Okay, let's go. Ich trampel nicht wie ein Elefant. Ich hab doch den Skill, dass ich leise... Okay, anscheinend bin ich nicht so leise. Oh no. Wo muss ich hin? Da unten. Was? 5 Meter nur? Moment. Direkt unter mir dann. Lass mich in Ruhe! Oh fuck. Ja. Das hat ja... vortrefflich jetzt funktioniert. Ich wollte nur meine Gegner verwirren. Tunneleingang 6 Meter. Okay, wo bin ich jetzt? Okay. Tunnel! Hä? Och Mann. Das verwirrt mich. Okay, okay, das wird schon richtig sein. Tunnel. Ja, mal speichern. Hier liegt auch noch... Oh, ich sollte mich hier umgucken. So, Herzcheck. Ey, vielleicht wird's doch... Oh, es wird doch noch was mit der Rune. Leute. Ich hol mir die Rune. Brief an den Direktor. Das war es. Wir schließen. Nach all den Jahren. Dabei haben wir doch gerade erst die neue Statue von Jessamine Caldwin entdeckt. Eine eingestürzte Wand in einer kleinen Wasser... und ein kleiner Wassereinbruch. Und schon verlassen wir das Haus und verteilen unsere Büros auf die ärmeren Bezirke. Sind Sie des Wahnsinns? Hat die Seuche ihr Hirn etwa in Rattenhirn verwandelt? Haben Sie den Urin des Outsiders getrunken? Jedes dieser Erklärungen würde ich eher akzeptieren als die Umzugsanordnung, die heute Morgen auf unseren Schreibtischen lag. Und dass Ihre Vorstellung davon ist... Und was Ihre... dass Ihre Vorstellung das ist, wie Sie uns als Direktor behandeln. Und dann werde ich dieses Umzugbefehl nicht befolgen. Betrachten Sie dies als meine Kündigung. Percival Cox, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Handelskammer von Rootshaw. Er hat immer die Meinung gegeigt hier, aber hat es ihm was gebracht? Ich weiß ja nicht. Hallo! So, das ist die letzte Runde, die wir brauchen. Jetzt können wir
nicht nur die Zeit verlangsamen, sondern sie auch anhalten. Nice. Das ist doch mal cool. Und mein Tunnel sollte auch in der Nähe sein. Okay. Passt da durch? Ach komm schon. Passt da gar nicht durch. Dann halt so. Tunnel! Nochmal ein Check. Ja. Alles gemacht. Herz. Nichts mehr. Als der Damm brach, wurden viele seltsame Dinge überschwemmt und vergessen. Und tschüss. So. Ziel verschont. Gern geschehen. Artefakt. Rune. Rune können wir jetzt ignorieren. Es geht nur noch um die Artefakte. Was ist mein Ziel? Errungenschaft. Gnade vor Recht. Benutze den Tunnel. Ja, bin ich dabei. Klingt so, als würde hier noch was passieren, wenn ich keine anderen Ziele habe. Mal schauen. 44 Meter. Sie bringen die leblosen Körper hierher. Mit groben Händen und Kegeln. Manche atmen sogar noch. Das Wasser ist so kalt. Und das Letzte, was sie spüren. Das klingt ja prima. Oh shit, das sind ein bisschen viel Ratten. Aber, oh, die kommen. Ich werde mich versuchen durchzuschlagen. Ich werde das Artefakt auf jeden Fall holen. Koste es, was es wolle. Erzieht euch. Hey, das lief ganz gut. Das lief besser wie sonst. Nervtötendes Ziel 2. Gegnerische Schüsse können mit mittlerer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Ach. So. Rune ist wie gesagt egal. Ich habe alles, was ich will. Tunnelausgang. Okay. Kam ich da nicht her? Mal schauen. Ja, du bist lustig. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Ah, jetzt. Oha. Was ist denn da los? Alles klar. So macht man es sich einfach. Boah, ich mag's hier nicht. 137 Meter noch. Hier rein.
Ach, schade. Wäre zu einfach gewesen. Warum muss denn da alles vergittert sein? Da muss ich eigentlich nicht hin. Ja, für die Rune. Ich guck mal. Ich guck mal, was da so abgeht. Das klingt gar nicht gut. Kann ich helfen? Warum diese Kronensymbole überall? Was hat das zu bedeuten? Vielleicht wird das wichtig. Drei Kronen. Vielleicht wird das eine Zahlenkombi. Spring doch! Hi! Hau ab! Zurück, was bist du? Du lebst? Du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. Endlich mal jemand. Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Okay. Umfangreichen Roman? Nee, ich denke, das brauchen wir nicht. Endlich mal jemand, mit dem ich reden kann. Ich wollte doch nur... Kann mir denn niemand helfen? Sorry, ich wollte doch nur gucken, was da hinten ist. Ich wollte sie nicht besteigen. Ach. Hilfe! Ja, ich hab's wieder versaut. Ich gehe. Es tut mir leid. Treffe ich endlich mal jemand Nettes und dann verkacke ich's. Schnell weg. Für die Rune. Oder so. Wo sind die jetzt schon wieder? Herz. Eigentlich brauche ich sie nicht, aber irgendwie bin ich jetzt doch hier, Leute. Was soll ich machen? Ist ja auch ein bisschen spannend, ne? Die Sachen zu erkunden. Hier und da findet man immer was. Schon wieder Kronen, okay. Er hat sie nicht gemeint, über die Dächer wäre einfach. Dann habe ich ja jetzt einen ganz guten Weg vielleicht. Ich wollte wirklich nur das, was hinter ihr ist. Ah, gut, das klingt auch wieder falsch. So, jetzt haben wir die Rune auch. Oh, das Tor ist ja ewig weit weg. Ich bin hier komplett falsch. Oh mein Gott. Aber vielleicht... Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, ich könnte jetzt so einen gewagten Sprung nach vorwärts machen und vielleicht dann darüber teleportieren. Das wäre aber sehr gewagt. Ich will es probieren. Ich speichere. Oh, ich fahre mit dem Zug. Ich fahre wirklich mit dem Teil, Leute. So. Das ist doch prima. Ah! Ah! Nein! Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, gut. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. vielleicht probiere ich es doch lieber übers Dach, ha? Huh? Blöder Zug. Aber was genau hat er gemacht? Ich dachte, er hat... Nee, da kann ich doch noch stehen. Moment. Warte, warte, warte. Gleich normalisiert er sich und dann... Und let's go.
Hallo. Offensichtlich ergeht... Oh, Strom bei... Ja, Strom. Okay, aber bis dahin ist es schon mal gut. Davor muss ich mir was anderes überlegen dann. Okay. Speicher hier. Weil bis da, das will ich auf jeden Fall machen. So, wo springe ich jetzt ab? Oh nein, nicht die! Was hat mich niemand gesehen? Das ist schon mal gut. Gibt's hier was Neues? Anscheinend nicht. Und wir haben nur noch 33 Meter. Das ist doch fein. Okay. Ja, hat es gesagt. Ja, ich hab irgendwie über die Dächer und... Ach ja, never mind. Wahrscheinlich hat sie das mit dem Zug auch gesagt, ja. Ich habe mich zu sehr wieder ablenken lassen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nee, beruhig dich, beruhig dich. Ihr könnt mir nichts tun. Hört ihr auch nochmal auf? Jo! Okay, Fuck. Fuck, Hier ist nix. Okay, nochmal. Das ist mir zu wild. Da reinkommen. Von oben. Ja. Moment, aber ich kann das ausmachen hier, oder? Ich hab grad da. Ah! Elektrisch! So, jetzt nicht mehr, ne? Okay, ich hab's ausgemacht. Oh, da wäre auch eine Kette. Ach, egal. Ey, es putzelt! Es ist noch vollgeladen. Haha, jetzt kommen die Fails. Jetzt geht's aber ab hier. Ich hab gedacht, das wäre alles aus. Oh shit. Kann ich doch nicht wissen. So, bis hierhin ist ja in Ordnung, ne? Chill. Die sind jetzt aus. So, nehmen wir speichern. Aber wie machen wir weiter? Da, auf das da. So. Okay, so weit, so gut. Warte mal, mein Ziel ist ja eigentlich... Bedienungs... Oh. Was ist da oben? Geht nicht. Das geht nicht. Da kommen keine Pfeile. Warum das Geräusch? Was? Ach, jetzt. Der Zug. Hallo Zug. Ja, dann gehen wir mal hier runter und schauen uns einfach um, oder? Ah ja, das ist genau das, was ich tun soll. Sehr gut. Kehre zum Hound Pits Pub zurück. Ach, in meine alte Base? Oder was war das? Ich muss... Ach, das war's schon. Ich dachte, ich muss da irgendwie... Ach so. Oh Mann, ich kann es mir aber auch schwerer machen wie nötig, ne? Ja gut, dann war's das ja. Alles klar. Das Wasser ist gierig. Es gibt nie zurück, was es sich eingenommen hat. Treaty Water... Alles klar.
Kanalisation. Nee, oder? Nee. Nee. Ist schon 9:30. Oh, nee. Okay. Erstmal Artefakte sammeln. Boah, ich mag's hier überhaupt nicht, ey. 46, 99. Boah, so viel. 3 Artefakte hier. Holy. Eins ist da oben. Die anderen werden wohl in der Kanalisation sein. Aber das da, das muss ich mich vielleicht jetzt kümmern. Bevor ich da absteige. Immer das Gleiche, ja. Aber vielleicht ist er ja nicht so groß. Das letzte Mal ging auch schnell. Wir hatten ja schon 2-mal das Vergnügen. Es war erträglich. Alle guten Dinge sind 3, ne? Ja gut, das wird wohl im Gebäude sein. Schauen wir mal. Wasser des Geistes. Wenn du aus Wasserhähnen trinkst, regeneriert sich ein kleiner Teil deines Manas. Ach, das ist so... Wann trinke ich denn aus Wasserhähnen? Brauchen wir wieder eine Sandwüste. Ich lebe bei der südlichen Weinstraße. Das ist eine Sandwüste. Habe ich schon. Okay. Wo zuerst hin? Da ist das Ziel. Also gucken wir erstmal, ob wir da hinkommen. Wieder außenrum. Nicht, ob das klappt. Hier eine Steinwüste. Ja, auf jeden Fall Wüste. Aber da hinten war doch kein... Ah, ist das, ah, das ist doch in der Kanalisation. Hier gab es keinen Eingang, ne? Gullideckel oder sowas. Nee. Was sind denn das für Geräusche hier überall? Hier ist doch nix. Ein Weiner und seine Freunde. Das ist problematisch. Vielleicht...
ignorieren wir die besser. Haben die das gehört? Ja, tja. Seit wann sind sie so agil? Ich glaube, die haben Hunger. Na gut, ich habe sie schön abgelenkt. Eigentlich war das der Plan. Das war alles geplant, Leute. So ganz spontan geplant. Okay, da ist der Eingang. Das ist jetzt aber kein Abschnittwechsel, oder? Mal gucken. Oh, shit. Nee, das ist mir zu viel. Das kann ich nicht bringen. Warum kommen die denn aber auch zurück? Was soll denn das? Als ob die das bewachen. Die haben doch was Besseres zu tun. Also, das hören sie. Den Anfangsplan fand ich eigentlich ganz gut. Ein bisschen schneller machen. Rein da! Hä? Geht nicht! Oh, hab es nicht ganz aufgemacht. Jetzt. Okay, wir sind drin. Wir haben niemanden getötet. Ich hoffe, dass ich das alles... Ja, das sieht gut aus. Ich denke, ich kriege hier alles. Oben ist hoffentlich nichts mehr. Denn ich komme auch gar nicht mehr. Ja. Raus, glaube ich. Ja, ist ja zu. Komm nicht mehr zurück. Aber wisst ihr was, das ist gut. Wir bringen die Kanalisation jetzt noch hinter uns. Und dann können wir am Sonntag so richtig genießen. Hoffe ich. Hallo? Ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Du lebst. Rede mit mir, Schläger. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Nein, das stimmt. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gib nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Oh no. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Finde den Generalschlüssel zu der Kanalisation, also diesen Typen. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten überall. Slackjaw jagte sie. Tiefer in Slackjaw. Die Kanalisation. Der war ja ganz nett zu uns. Den... Ist ja ein Buddy von uns, aber... Ja, den können wir jetzt suchen. Okay, also, finde einen Weg durch die Kanalisation. Generalschlüssel. Das ist der Plan. Wie ein Albtraum. Etwas kam und begann uns anzugreifen. Slackjaw ist noch immer da drin. Wenn er es nicht töten kann, weiß ich es auch nicht. Das klingt nicht so, als wäre das ein Weiner. Ich glaube, das ist schon... Das ist ein Blow da. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich was Schlimmeres. Wer einfach weiß, wo der Schlüssel ist. Okay. Aber vergesst nicht die Dinger. 57 Meter. 55. Hm. 41. Aber hier war kein Durchkommen, oder? Hopp, hüpf. Och, nee, Junge. Ah, hier würde ich auch mal gucken, ob da was ist. Nee, ne? Schön baden. Sie flogen in großer Eile. Zerstreut die Insekten flogen sie in die Verstecke, die ihr angelegt hattet. Da kam ich aber her... Da geht's nicht nach links.
Nee, vergiss das. Okay, muss ich irgendwie anders hinkommen? Stadtwachenbastarde, versteckt hinter ihren Mauern. Die Tür habe ich probiert, ne? Okay. Na dann, haben wir nur den einen Weg. Geht's hier weiter? Ja. Och, jetzt sind die auch hier. Och, nee. Boah, die töte ich. Das wird ja wohl nicht schlimm sein. Das geht ja gar nicht. Wenn sie ihren Ding aufhaben, ne? Okay. Wenigstens ein One-Hit. Ich darf die bestimmt töten. Das wird kein Chaos geben. Im Gegenteil. Wenn ich so Viecher töte, sollte das eigentlich genau das Gegenteil von Chaos sein. So. Meter. Bruna, wieso seid ihr jetzt auf der Seite? Ach gut, wird noch kommen. Kann ich hier irgendwas aufbatschen? Nee, da geht nichts. Boah, will ich überhaupt wissen, was dahinter ist, wenn da so viele Fliegen sind? Beute. Ach, ich krieg meine Bolzen wieder. Stimmt, ich glaube, das war auch so ein Perk, ne? Okay. Hey! Hör auf zu treffen! Trinken. Okay. Nein! Die Viecher sind eklig. So, können wir uns jetzt in Ruhe umgucken? Also hier geht's weiter. Was ist hier? Ein Artefakt. Und Tresor. Oh no, ich habe keinen. Okay. Gibt's hier Hinweise? For rent. Das hilft uns vielleicht. Jelly, du alte Pfeife. Hier ist noch eine Aufgabe für dich. Die Lumpengräfin, diese alte Hexe, hat mir gesagt, dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert, im Monat der Saat verliert, man sein Augenlicht und im Monat des Eises macht man seinen letzten Atemzug. Wenn du deinen Anteil willst, weißt du, was du zu tun hast. Also Wind, Saat und Eise und Eis. Ich brauche einen Kalender. Die habe ich schon mal gesehen. Diese Kalender. Ist hier zufällig einer? Bestimmt ist einer in der Nähe. Aber nicht hier. Die sahen anders aus. Oh, sonst waren die überall, ne? Ich guck nochmal.
Verdammt. Hätte man mal auswendig lernen müssen, den Kalender. Lumpengräfin? Ja, die ist überall. Die ist ja noch gefragter als Corvo. Das ist spätestens der Endboss, genau. Hätte ich damals in Mission 1, hätte ich ihr da nicht geholfen. Alles wäre anders gekommen. Die Lumpengräfin. Wahrscheinlich ist sie so der wahre Endboss für Teil 2 oder so. Sie bestimmt dann alles. Ich will jetzt so einen Kalender. Ich will noch nicht weiter. Shit. Naja, da hinten war keiner. Passt ja auch hier überhaupt nicht rein. Vielleicht kommt ja noch einer. Ist das ein Kalender? Was soll das eigentlich? Oh mein Gott. Willkommen zurück, Wolf. Bin hier mal wieder in der Kanalisation. Dank fürs Einschalten von Leuten, die du nicht kennst. Scam. Vielleicht so eine Art von Werbung. Ich brauche einen Kalender. Beruhigen Sie sich. Oh Gott. Ey! Das war nicht die natürliche Reihenfolge. Ich war dran. Hallo? Okay. Schlüssel, 52 Meter. Ich brauche einen Kalender. Oh nein, hier kann ich keine Luft schnappen. Hilfe, ich hasse sowas. Ich kriege da immer Panik. Ich mag das gar nicht. Luft! Oh, ich mag das gar nicht, so Momente. Dort ist die Lumpengräfin, sie verkleidet Elisabeth Battery. Also dort ist es schon sehr betagt. Wir haben sie ja schon mal ein paar Mal gesehen. Ja, eine die Blutgräfin, right. Ja, die hatte Besseres zu tun. Baden zum Beispiel. Ach, wo bin ich denn jetzt? Mann, ich will einen Kalender. Bist du ein Kalender? Nee. Ich muss den ganzen Weg dann nochmal zurück, deswegen. Falls ich es mal finde. Ach, erwarten die echt, dass man sich die Monate merkt? Brutal. Okay. Da ist unsere Gräfin. Ey. Wehe, du wirst jetzt böse. Oh, ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ich kann dich reich machen. What? Ruhe jetzt. Die Lumpengräfin muss ich sammeln. Was machst du mit dem? Lumpengräfin, stopp! Hör auf damit! Können wir nicht drüber reden? Meine Messer müssen schön scharf sein. Um in deinen Schädel einzudringen, Slackjaw. Schön scharf. Ach, das ist Slackjaw. Warte, Lumpengräfin, den brauche ich. Ihr seid beide meine Kumpels. Hallo. Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Ich habe sie verwahrt.
falls du zurückkommst. Geschenke. Nein, ich darf mich nicht verführen lassen. Das ist verrückt. Willst der Lumpengräfin nicht helfen? Nun, ich bin enttäuscht. Du gehst besser. Warte. Lass mich mit ihm reden. Maskierter Mann. Lustig, dass du hier wieder auftauchst. Sieh dir meine Lage an. Alle auf der Straße reden über dein kleines Geheimnis, Corvo, dass du die Kaiserin umgebracht hast. Verstehe, dass du mit dieser Maske rumrennst. Vielleicht kannst du mir helfen, alte Freunde und so. Ich muss mich entscheiden, wem ich helfe, ne? Oh, nee. Ich denk drüber nach. Ich muss mich entscheiden, wem ich... Erstmal Zeug mitnehmen. Auszug aus einem unbetitelten Manuskript, schwer lesbar. Stärker als Knochen, ein Schädel voller List und Tücke. Walgalle, Knochenhaufen, abgekratzt, weiß poliert, zündendes Feuer und brutzelndes Fett, große schwarze Klumpen Laich, brenne, Federn, Vogel mit wahnsinnigem Blick fiel zu Boden, Samen, Nessel, Nadelzehen, ein wenig rühren. Wow, wunderschön. Lumpengräfin, was machst du da eigentlich? Moment, was stand da? Lumpengräfin, vielleicht muss ich mich gar nicht entscheiden. Ich muss nur den Schlüssel finden. Zeig mal deinen Rücken. Ja, ich kann euch auch... Nein, das tust du nicht. Was? Ich werde dich töten und dein Herz aber zum Frühstück verzehren. Nein! Hat sie es gemerkt? Was? Das ist echt eine Hexe. Das ist sie. Zerstöre ihn im Ofen. Was, junges Mädchen? Dann steht, dies sei der einzige Weg, sie zu töten. What? Weiß, der Stein sieht nicht aus wie sie. Aber soll sie darstellen, als sie jung war? Daraus zieht sie ihre Kraft. Wirf ihn in den Ofen. Verbrenn ihn und sie ist tot. Echt? Wie all die anderen. Das ist ja krass. Kann ich erstmal befreien, den Typ. Geht's dir gut? Kannst du mich nicht finden? Ja. Das ist ja krass. Na los, holen wir uns diesen Kerl. Hilfst du mir? Jetzt siehst du meine Macht. Es okay. Stopp. Was ging gerade ab? Hilfsstreckschau findet das Amulett. Okay, ich muss dieses Amulett jetzt finden, was er gesagt hat. Bei einem Bild, wo es noch jung war. Mhm. Das ist jetzt alles eskaliert. Aber sehr interessant. Das ist zu spät. Aua! Ah, was... Oh Gott, was ist die Ratten, ey? Ich hab sie nicht getötet. Ist sie die Ratten? Verwandelt sie sich in Ratten? Ja, doch gesagt, ich kann sie so nicht töten. Die lebt noch, ne? Die lebt noch. Ich hab sie vielleicht nur... Ja, die ist noch da. Ich bleibe. Fuck. Du kannst mich nicht töten, aber ich kann dich töten. Da rein! Da ist das Amulett. Finde das Amulett. Und jetzt ins Feuer schmeißen. Du denkst, dass du ihn retten wirst? In den Ofen. Welcher Ofen? Nun wird die Lumpengräfin Moment. Töten, wie all die anderen. Ofen. Hier. Hopp, mach das. Platzieren. Ich mach das jetzt. Ich werde das bestimmt auch anders lösen können. Aber ich mag die Lumpengräfin nicht mehr. Oder was hättet ihr gemacht? Stirbt sie jetzt? Oder... Ah! Kommt zu mir, meine pelzigen kleinen Vögelchen. Es gibt Abendessen. Ah, nein! Hör auf! Ist sie verletzlich, ne?
Moment, Moment, Moment. Finde einen Weg. Ach, da steht eh nichts. Steht überhaupt nichts mehr drin im Questlog. Aber ich denke, dass sie jetzt verletzlich ist. Vielleicht reicht es auch, wenn ich sie jetzt betäube, also umarme. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Okay, let's go. Wo ist sie? Wo ist das Problem? Kannst du mich nicht finden? Oh, die macht irgendwie die Ratten, ne? Die kann die steuern. Die ist so ein Hugo. So schade. Die Lumpengräfin braucht keine Pause. Nice. Ist sie doch. Was werde ich auf deinen Schädel schreiben? Oh! Das ist fies. Oh, die haut die mal ab. Zu schade. Die Lumpengräfin braucht keine Pause. Das ist problematisch. Aber ich hab sie schon mal erwischt. Komm, komm on. Und ich werde Runen in deine Knochen. Hab dich. Was ist das? Fletcher! Nein! Jetzt schlafen beide. Ne, lebst du noch? Hallo? Hat sie sich getötet? Sind beide tot. Beziehungsweise sie lebt ja noch, aber der Spuk ist vorbei. Ich hätte das alles gar nicht machen müssen. Jetzt sind sie einfach alle kaputt. Wie ist denn Slackjaw jetzt gestorben? Och Mann, den hätte ich bestimmt... Hätte ich ihn einfach da drin gelassen. Dann wäre er safe gewesen wahrscheinlich. Aber woher soll man das wissen? Naja. Hauptsache ich lebe, ne? Der wurde von den Ratten gekillt, ja. Naheliegend, ja. Okay. Ja, hätte man besser lösen können. Eigentlich hätte man auch super einfaches Spiel gehabt. Hätte man einfach das getan, was die Lumpengräfin wollte. Ich meine, der Typ war mir eigentlich auch egal und hat nichts gebracht. Aber nun gut. Sie hat mir Belohnungen versprochen. Ich war wieder zu nett. Ich war schon wieder zu nett. Habe ich nix. Aber gut. Ah, das Bild kann man nehmen. Der Outsider und das begrenzte Nichts. Ist das der Typ, den wir als gesehen haben? Kennt sie den? Auszug aus dem Tagebuch eines Forschers und Naturphilosophen. Na, könnte wichtig sein. Dr. Hassians Interpretationen der pandestinianischen Schnitzereien sind der Höhepunkt der Ignoranz. Es geht dabei nicht um Erneuerung, sondern vielmehr um eine verzweifelte Warnung. Die zentrale Figur ist kein wohlwollender Geist, sondern eindeutig eine Bestie. Das Juwel eine Art Fetisch, vielleicht sogar der Schlüssel zu einer dunklen Macht. Die Tafeln sollen folgendermaßen gelesen werden. Die Heldenfigur stiehlt das Juwel aus dem Besitz des Monsters und wirft ihn in ein unlöschbares Feuer. So wird das Monster sterblich und der Held kann erschlagen und den Kreislauf des Schreckens durchbrechen. Haben wir ja gemacht. Randnotiz. Vera hat übermäßiges Interesse an einem wissenschaftlichen Dokumenten gezeigt. Ein solches Interesse gebührt sich für eine Lady in ihrer Position. Gebührt sich nicht. Ich werde ihr einen Verweis erteilen. Zweite Notiz, in anderer Handschrift. So düster, düster, Liebster. Ah, so kam sie dazu. Ja gut. Die Lumpenlady, ey. Betäubungsbolzen! Yes, zwei Stück. Checkpot. Habe ich doch meine Belohnung. Okay. Nice. Ja, immer, immer. Zu nett sein. Hast du immer die Arschkarte. Immer.
So, ach ja, der Kalender, stimmt. Bei Lauda Lauda hätte ich den Kalender fast vergessen. Aber ich sehe keinen. Ich hätte mir das wahrscheinlich wirklich mal früher merken müssen, aus anderen Missionen. Wir haben so oft diesen Kalender gesehen. Aber ja. Okay. So lief das also ab. Schaut mal, wir haben aber hier noch... Okay. Vielleicht kann ich ja noch was finden. Kann ich die Lumpengräfin da dran machen? Das wäre cool. So wie damals den Typen. Du bist wie ein Fischer. Sie werfen bald ihre Netze aus und fangen alle möglichen Dinge. Wohlschmeckend, tödlich, giftig. Alle in einem Fang. Du wirst nicht mehr gebraucht. Sie sehnen sich nach der Nachricht deines Todes. Ey, ich kann die gar nicht mehr nehmen. Na, ja, dann bleibst du halt so. Okay, egal. Zeug. Wir nehmen das jetzt so hin. Hätte man bestimmt besser lösen können. Schon da keine Station zu finden. Ja, ansonsten wäre es schon zu fies, ne? Gut, ich war auch noch nicht überall. Hier gibt es ja noch Dinge. Aber anderes Problem, Leute. Hat sich jemand die Namen gemerkt vom Kalender? Die drei? Was wir brauchen? Ja, wenn ich es lese, weiß ich es vielleicht wieder. Das ist eine Karte. Ach, das ist wieder das. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Den überschwemmten Ruinen entronnen. Und dann der jetzt zurück aus? Zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Daut? Der Mann, der die Kaiserin getötet hat? Du hattest ihn schon in deiner Hand, aber du hast ihn entkommen lassen. Du faszinierst mich. Das habe ich ja bewusst so gemacht. Jetzt können wir die 2 Stunden doch voll spielen. 10 Minuten noch. Auf die 10 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an, aber denkt an die Musikwünsche, die es dann gibt. Ach ja, stimmt. Ich kann jetzt wieder Bolzen mitnehmen. So. Oh, ich trinke aus einem Waschbecken. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr. Das ist so weit weg. Wir schaffen die Kanalisation doch nicht mehr heute. Müssen wir am Sonntag weitermachen hier. 61 Meter. Mal schauen, wie ich da... Ah. Oh. Okay. Super, da komme ich ja nie wieder zurück. Naja, egal. Okay, das kommt alles noch. Glaube ich. Rücklauf 100. Ah, gut, da muss ich hin. Ich denke, ich könnte noch alles kriegen, vielleicht. Wenn ich jetzt an das eine nicht mehr komme, ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Ich
stimmt. Hier kann ich jetzt aufmachen, ne? Ah ja, ich bin wieder hier. Alles gut. Okay, super. Nette Shortcut. Lebt der Typ noch? Wo ist denn der hin? Hm. Okay. Wasserrutsche. So. Da ist der Ausgang. Vielleicht können wir es dann noch abschließen. Wäre natürlich fürs nächste Mal erfreulich. Aber ich will das Zeug noch haben. Ich habe immer noch keinen Kalender hier unten gesehen. Oh, ne, das sind... Sind das... Ne, die laufen zu normal. Das sind... Die reden. Das sind... NPCs, wollte ich sagen. Ja, sind sie auch, aber... die sind Zivilisten. Das Wort habe ich gesucht. Die tun mir nichts, oder? Ja, gut. Ihr tut mir wieder was. Ja, ja. Ruhe ist. Hallo Misfit. Wir sind aber kurz vor dem Ende des Streams. Aber morgen um 19 Uhr haben wir einen langen Stream vor uns. Da gibt es nämlich den Süffel Real Talk Stream. Mit interessanten Gästen, intimen Fragen und Antworten und kleine Spielereien. Der Spezialstream in diesem Monat. Und am Sonntag spielen wir Dishonored weiter. Und Decanation. So, erstmal checken, aber ich denke mal, die sind lieb. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Hallo. Alles gut? Sir, haben Sie meinen Mann gesehen? Nee. Er heißt Jake und trug ein blaues Hemd. Kenn ich nicht. Ich habe nicht. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bitte, Sir, lassen Sie mich durch. Du kannst sagt, machen, was du willst. Ich halte dich nicht auf. Er sagt, ziehen Sie sich aus. Ich ziehe mich aus. Er zieht sich aus? Knochenartefakt, Rune da unten. 14 Meter. Ich muss da runter. Hi. Haben Sie meine Frau gesehen? Dunkle Haare, etwa so groß. Sie heißt Sarah. Hast du ein blaues Hemd? All diese Ratten kriechen überall herum. Mama, sucht euch selbst. Ich will die Rune. Auch wenn ich sie nicht brauche, aber hey. So. Habt ihr einen Kalender? Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Dann müsste ich auch wieder den ganzen Weg zurück, ne? Haben Sie ihn mitgenommen? Ja, er ist in Sicherheit. So gute Nachrichten. Unser Junge ist in Sicherheit. Okay. Das ist er. Der Kapitän war anständig und dein Cousin war an Bord. Ja, vielleicht reinschneien. Benderis! Ah, nicht gut. Gute Besserung. Ist leider eine langwierige Sache, ne? Hatte ich auch mal. Nicht schön. Immerhin keine Bibel, der ist so. Oh, das hat uns so geschädigt, dieses Game. Eigentlich müsste man die auf Schadensersatz irgendwie anklagen. 20 Meter, aber hier wohl nicht. Angeblich gibt es jemanden im Hafen bei Rutschow, der immer noch seine Arbeiter bezahlt. Okay, ne, hier geht gar nichts. Da unten ging auch nichts, ne? Mal hier rüber. Ne, da kam ich her. Genau, da waren die Viecher. Da könnte ich natürlich auch mal gucken, ob da noch was ist. Die Ausgangssperre soll aufgehoben werden. Ah, schade.
Lass ich nicht durch. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Das hier ist sehr verwirrend. Ich sag dir doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sag dir es dir. Mama, hier ist der Ausgang. Okay. Ich guck nochmal. Ja, Das ist ja das, wo wir... Das ist ein Tresor, ne? Die 110 Meter. Aber was ist mit dem hier? 24? Kommt vielleicht noch mal weiter. Na, super. Hab noch 10 Schuss. Mach mal A. Hallo. So. Es sind noch mehr. Das Ding ist davor. Verdammt. Ich treff's nicht. Beruhig dich. Oh, jetzt. Ah, sie sind überall. Das mache ich mit dem Schwert. Mach den Mund auf. Super unangenehm. Ich mag euch nicht. Ich bin genau richtig. Shit. Ich muss da nochmal rein. Ich kann das nicht ignorieren. 6 Schuss. Rein in die Suppe. Ach, warum springt er denn da nicht raus? Okay. Na. Junge. Er liebt die Kanalisation. Ich weiß nicht, was mit dem falsch ist. So. Sieben, sechs, fünf. Der Code! Das macht keinen Sinn. Das muss Zufall sein. Ich treffe nichts. Mein Gott! Ich lade das nochmal. Ich habe so viel Damage gerade gemacht. Der Creed ist real. Ja, ich muss. Ich muss einfach. So. Noch was? Ich sitze ruhig. Was ist das? Ist er schon tot? Ich hoffe. Okay. Wo ist es? Albino. Albino. Raus hier. Du begegnest öfter weißen Ratten. Oh, Leute. Als ob. Also wirklich, kannst 95% in die Tonne kloppen, was man da kriegt. Da ich jetzt keinen Kalender gefunden habe, ignoriere ich das letzte Artefakt auch. Da ist wahrscheinlich auch nur Müll drin. Hier raus, damit ich mich auf die nächste Session freuen kann. Genau, noch ein Spieß. Bolzen.
Das ist auch mit Abstand die größte Mission, ne? Wenn das überhaupt noch als Mission zählt. Jetzt ist das einfach so ein durchgehendes Game ohne Mission. Das eine toll. Nein, Marie, sag das nicht. Tu mir das nicht an. Nee. Das wird nicht gut sein. Nee. Bitte nicht. Lass mich einfach raus hier. Ich war tapfer genug. Okay. Das war eine Mission. Ah, super. Haben wir noch einen schönen Abschluss? Ja, das eine Knochen-Artefakt. Komm. Was soll's? Dafür haben wir den Schrein. Wir haben sogar alle Runen und ein Gemälde. Ist okay. Und wir haben immer noch einen niedrigen Chaos-Faktor. Sehr gut. 4 Gegner haben wir getötet. Wissentlich diesmal sogar. Und sogar 1 Zivilisten? Damit habe ich nichts zu tun. Okay. Sonderaktion. Deine Waffen und Ausrüstungsgegenstände zurückholt. Ja, natürlich. Als ob ich das liegen lasse. Das war absolut das Wichtigste. Okay. Einen seitlichen Raum direkt neben den Tresor. Ich weiß nicht. Hab da eigentlich geguckt, oder? Ach. Wie gesagt. Wird jetzt nicht so wichtig sein. Passt schon. Wir haben so gute Knochenartefakte. Ist schon okay. So, wieder zurück in der Base, wo mich alle verraten haben. Toll. Du bist zum Houndpits Pub zurückgekehrt, um dort und deinen alten Verbündeten zu suchen, um herauszufinden, was sie mit Emily gemacht haben. Das wird interessant. Am Sonntag. Okay. Dann werde ich hier auch gleich speichern. Freut mich, dass wir diese Mission noch abschließen konnten. So. Und am Sonntag um 17 Uhr geht es ja schon weiter. Der nächste Stream ist allerdings morgen um 19 Uhr. Real Talk Süffel Stream. Seid gerne dabei. Wird gemütlich, wird chillig, wird hoffentlich auch unterhaltsam. Das war's für heute. Da war es sehr nah beim Tresor. Ja, normalerweise machen sie das immer so, ne? Auch die sonstigen Codes findet man ja sonst immer in der Nähe. Ah, war ich wahrscheinlich wieder blind. Man kennt's. Aber gut, Leute. Es gibt gleich eure Musik. Bleibt gerne noch dran, wenn ihr Musik hören wollt. Für die, wo jetzt schon gehen, denen kann ich schon mal sagen, schönen Abend euch. Vielleicht bis morgen. Wie immer werde ich den Stream kurz ausmachen. Dauert ein paar Minuten, dann geht er wieder an. Und dann könnt ihr Musik lauschen. Also, falls ich nicht gleich wieder online sein sollte, F5 drücken, neu laden, wird schon klappen. Das ist ja auch Bekämpfung. Ja, das finde ich auch interessant. Ich glaube, man hätte es echt einfach machen können, hätte man der Lumpengräfin einfach zugesprochen und den Typen gekillt. Dann gäbe es ja keinen Bosskampf, theoretisch. Wäre zwar moralisch ein bisschen verwerflicher, aber hey. Aber gut, so haben wir irgendwie beide erledigt. Naja. Aber das mag ich so an dem Spiel. Das lädt natürlich dazu ein, dass man es nochmal macht. Oder anders macht vor allem. Naja. Gemacht wie John, und Lector erst danach befreit, dann überlebt. Dann überlebt er. Ah ja. Das war mein Fehler, dass ich ihn befreit habe. Ja, schade eigentlich. Vielleicht hätte er noch was Spannendes erzählt oder mir gegeben. Naja. Okay, Leute, ich bin dann mal weg. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, bestenfalls bis morgen. Falls nicht, macht euch ein schönes Wochenende oder bis Sonntag oder bis Montag, wann auch immer. Ich bin ja bis Mittwoch einschließlich täglich am Streamen, wenn sich daran nichts ändert. So ist der Plan zumindest. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und viel Spaß mit eurer Musik. In ein paar Minuten bin ich wieder da. Bis gleich.